Heute nehmen wir euch mit zur alten Stadtmauer. Wir entdecken den Philosophengang, eine grüne Oase mitten in der Schweinfurter Altstadt. Der Wiesenhüterturm. Sein Bau wird ungefähr auf das Jahr 1400 datiert. In dieser Zeit wurde er als Verteidigungsturm genutzt, bietet aber auch Wohnraum für reichsstädtische Bedienstete. Daher kommt wohl auch sein Name Wiesenhüterturm. Heute ist der Turm nicht für jedermann mehr als Turm erkennbar, doch er bietet einen tollen Rundumblick über den Philosophengang. Turm. Für uns heute kaum mehr als Turm zu erkennen, war früher von großer Bedeutung. Seine Besonderheit, er ragt nicht sehr weit nach oben, dafür geht es 5 Meter in die Tiefe. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Kommt mit! Jetzt geht's in die verborgene Unterwelt Schweinfurts. Mehr über den Weißen Turm erfahrt ihr bei unseren Gästeführungen, buchbar in der Touristinformation Schweinfurt. Der Samtturm, ein echtes Schmuckstück an der alten Stadtmauer. Auch er diente als Verteidigungsturm. Doch seine Bausubstanz lässt erkennen, dass er viele wechselnde Funktionen hatte. So dienten die Schießscharten auf der vorderen Seite der Verteidigung, doch im Turm selbst war auch eine Gefängniszelle untergebracht. Keinesfalls kostenfrei konnten die Gefangenen hier übernachten. 3 Schilling und 2 Pfennig mussten sie für die Unterbringung bezahlen. Auswärtige zahlten sogar das Doppelte. Der Samtturm war damit Teil des dezentralen Gefängnissystems der Stadt Schweinfurt. Neben den Stadtmauertürmen bietet der Philosophengang vor allem Platz für Erholung. Am Weiher kann man hier ganz wunderbar dem Trubel der Stadt entfliehen und einfach mal die Seele baumeln lassen.